So, Simulation. So, die AI muss natürlich auch knüppelhaft geil sein. So, was nehme ich hier noch runter? Casual Strategie. So. Ja, gut, das kann ich ja auch wieder runternehmen. Dann kann ich das hier noch ein bisschen versorgen. So, aber jetzt dürfte es passen. So, okay, Simulation Racing ist es wichtig. Hier dann eher nicht so. Okay, komm. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Gebt mir gute Tastenkombinationen, dass hier alles funktioniert. Zukunft 50k wieder in alle Sprachen. Gewalt soll drin sein. Alles schön. Ich hoffe, dass die Fortsetzung hier gut ankommt. Game Tools kommt hier auf den Markt. Ah, fast 1 Million haben wir hier doch noch eingenommen mit dem Ding. Mit Midnight. Nicht schlecht, da habe ich ja zwei Trends getroffen, da funktioniert sowas. Fans 51.000 mittlerweile. Ist ja schön, ne? Ist ja echt schön. Eigentlich müsste bald die Game-Geschichte mal wieder kommen. Also die. Das Festival, oder nicht Festival, die Convention. Wo man natürlich wieder teilnehmen könnten, wenn die mal wieder kommen würde. Die kommt irgendwie momentan nicht. Die kommen irgendwie so unregelmäßig. So, komm. Lass ich das Bild so. Und ja, es wird getestet. Gucken wir mal, ob es gut läuft. Und ja, Marktsharing. Ach so. Okay, da haben wir auch mal nachgeguckt. Und wie sieht's aus, Leute? Kriegen wir hier was Anständiges zusammen? Oh, hier haben wir ein Level Up schon wieder in der UI. Also, das ist schon geil. Okay, perfekt. So. Ach, ich mache TV-Werbung auch noch. Ja, ich mache TV-Werbung auch noch. Probieren wir es einfach. So. Alle dürfen hier munter rummachen. Oh. 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 Da habe ich ins Klo gegriffen mit dem Spiel. Boah, leck mich am Arsch. Da habe ich ins Klo gegriffen. Aber absolut. Mensch. Das ist so doof. Ja, jetzt verliere ich munter Fans. Werde ich den Verkauf sofort stoppen. Das geht so mal gar nicht. So, Game Tools kommt hier noch rein als Forschung. Mensch. So ins Klo gegriffen. Bevor dass ich mir jetzt meine Fans versau, hau ich lieber das Game hier vom Markt wieder. Alter. Es war ja, grausam, muss man sagen. Grausam. Grausamer geht's kaum. So, Game Tools ist fertig. Ich habe ein neues Training. Trainiere ich auch mal. Handbuch zum zur Spieleproduktion. Komm, Fans gewinnen. Audio V2, geil. Es wird ja immer besser hier. Immer besser. Training beendet. Jo, wären wir schon stärker. 49 Fans gewonnen. Wow. Für so viel Geld, wirklich. Hat mir ja so gut wie gar nichts gebracht. So. Was programmieren wir denn wieder Schönes? Ein Strategie-War-Spiel.
Für den IBM-PC Magic Empires. Für IBM beziehen, es gibt. Okay, es gibt momentan keine signifikanten Trends. Ah, scheiße, ich nehme den V2 nicht mit. Ich bin genau auf 100%. Geil. Läuft. So, Einstellungen übernehmen. Das ist schon mal klar. Die AI muss besser werden. Die UI muss dann natürlich auch besser werden. Game Writing kann so bleiben. World Design sollte ein bisschen besser werden. Ich habe irgendwie zu wenige Punkte, um hier sowas darstellen zu können. Das ist wirklich nur für Adventure. Das ist rein für Adventure, okay. RPG und Adventure, okay. Dann kann ich ja da nochmal reinbuddern. Hier budder ich rein. Dass das hier auch gut zusammenarbeiten kann. Ich bräuchte Scripting, bräuchte ich noch einen Punkt. Ja, das zumindest. Und dann schauen wir mal, dass wir hier was Gutes machen. Aliens gibt es hier momentan. Die machen wir doch, die verwursten wir doch. Ja, mit dem laufen wir extrem gut, wenn wir so im Mittelfeld rumstehen mit dem Zeug. Alter, ich reibe mir die Hände und hoffe auf ein gutes Spiel. Mitarbeiter, wenn ihr ein gutes Spiel abliefert, kriegt ihr alle eine Bonuszahlung von, sagen wir, $600. Also ein wirklich gutes Spiel. Dann können wir drüber reden, dann kriegt ihr da ein bisschen was. Also wirklich $500-600. Also wirklich ein gutes Spiel machen, reinhängen, arbeiten wie die Berserker. Damit es einfach nur noch hammergeil wird. Das Spiel. So, und natürlich brauchen wir eine epische Verpackung für dieses epische Spiel, das ihr jetzt... Ich spiele gerne Super Mario Sister. Was für ein lächerliches Konzept. Ja, ja, komm. Komm! Mach mir was Schönes draus. Dann kriegt ihr auch ein bisschen mehr Geld. Man muss sie schon locken, weil sonst wird da echt nichts für. So, Spiel ist fertig. So, ich habe mal wieder einen Aufschwung. Wir machen mal wieder Sounddesign. Erfahrung gesammelt, PC, okay. Level up. So, okay. Fertig. So. So, die zwei bitte. So, ich gehe mal auf $30. Einfach, nee, $30 ist zu viel. Ich mache 25. Ist ein gutes Ding. Und jetzt bin ich gespannt auf die Wertungen. Level ich so ein und AI ist zu niedrig. Aber man kann es noch gelten lassen. Also, ihr kriegt nicht unbedingt eine Sonderzahlung. Ich habe gesagt, ein gutes Spiel und nicht so ein mittelmäßiges Spiel. So, ich muss ja auch irgendwo die Finanzen auch halten können. Das ist es ja. Und momentan bin ich halt am absteigenden Ast mit meinem Geld. Also einen starken Trend für diabolische Spiele, RPG wieder, für den NES. Da kaufe ich einfach mal die Lizenz. So, wie zuletzt... Ah, Kelly Butler wird hier nicht verwendet. Ich habe zum Glück 100%, das ist super. So, da haue ich mich raus. World Design. System Design haue ich mich raus. So, Shields werden eingebaut. Nee, wie zuletzt auf jeden Fall nicht. So, für RPG wichtig.
Nicht so wichtig. Auch nicht so wichtig. Auch nicht so wichtig. Auch nicht so wichtig. RPG ist es wichtig. So, RPG wichtig. Adventure. Für RPG natürlich wieder wichtig. So, für RPG ist es auch wichtig. So. Dann haben wir das schon mal im Groben. Im Groben haben wir das schon mal. Nee, da ist das World Design eigentlich oder schöner, wenn man das sich so ansehen kann. Gameplay muss hoch. So, hier nix. Die Sounds müssen jetzt auch nicht so genital sein. Ja, gut. Dann versuchen wir es mal. Bist du sicher? Krieg bleibt immer gleich. Ja, ja, komm. Habe ich etwa schon mal ein Fallout-Spiel produziert? Diabolisch. Diabolisch. 100k alle. Produzent sagt so. Nee, ich sag so. Da muss man schon mal Prioritäten setzen und mal sagen, nee, so nicht. Das soll für alle spielerisch wertvoll bleiben. Da ist halt diabolisch, ja, in Gottes Namen. Ja, komm. Ihr habt ja nicht so schlecht produziert. Ich will halt die 5 Mille wieder knacken. Das wäre mir so ein Bedürfnis. So die 5 Mille. Aber hey. Marktsharing. Ist halt blöd, dass man das Marketing nicht nachdem, dass das Spiel draußen ist, dass man weiß, ja, die Bewertungen sind gut, dass man das auch dann pushen könnte nochmal, dass dann Werbungen kommen. Das wäre halt so eine Sache, die doch irgendwo gut ist, weil das wird ja, um ehrlich zu sein, auch gemacht. Wenn ein Spiel gut ist, dann wird es auch im Nachhinein nochmal gepusht. Das muss ja auch sein. Muss ja auch möglich sein. So, nehme ich, sieht gut aus. So, ich habe wieder 51.000 Fans. Das kann sich wieder sehen lassen. Ja, jetzt kann natürlich, hoffe ich natürlich auf noch ein bisschen mehr Fans, die hier mir die Bude einrennen. Ich komme sogar noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft komme ich noch raus. Schön. So. Okay, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Ja, alle schön gleich geblieben. Ich mache eine Radio- und eine Magazinwerbung. $25 lasse ich. Es gibt keinen Trend für ein RPG-Spiel, aber einen leichten Trend für diabolische Spiele. Okay. 3D V1. Erforsch mal. Oh. Oh. Game Writing ist zu schlecht. Aber ich krieg eine solide 78 zusammen. Aber das Game Writing war zu schlecht. Naja. Ich krieg einen Haufen Fans. Ich muss aber schon wieder nachpatchen. Das ist das Problem. Am Anfang, wenn man Patch erforscht hat, muss man immer patchen. So, vielleicht den Preis ändern. So. Vielleicht bringt es mir ja ein bisschen mehr. Ja, Weihnachtsgeschäft kommt auch bald um die Ecke. Dann sind wir ja glücklich. So, komm. Bald läuft das Weihnachtsgeschäft an. Komm schon. Ich will die 5 Millionen noch knacken. So, komm schon. Hoch. So, komm. Gleich ist es soweit. So, ich mache heute kein Spiel mehr. Ich muss dann eh schon langsam aufhören. Ich lasse Fallout hier noch zu Ende dümpeln. Ja, jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft. Jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft. Jetzt kann ich den Preis nochmal ein bisschen senken. Und dann wird das schon. Ah, schade. Es senkt sich noch mehr. So, ich mache Kampfpreise. Jetzt bin ich billiger als die anderen. Ja, schon haben wir wieder ein bisschen mehr Absatz.
Und wir können uns ein bisschen in die 5 Millionen rein ärgern. Ja, nach Weihnachten gibt es hier gleich mal wieder einen schönen Knick. 13.000 muss ich Steuern berappen, das geht ja noch. Also die hole ich jetzt gerade mal schön ein. Ich habe also meinen Gewinn gut geschmälert dieses Jahr. Gut, damit sind wir fertig für heute. Jetzt schauen wir uns noch an. Ja, ja, wir sind natürlich wieder nicht dabei. Da müssen wir erstmal wieder ein gutes Spiel produzieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. Und bis dahin, ciao, ciao.